Ja, guten Abend. Ein Gruß an alle, die jetzt sich einschalten bei uns. Ich darf alle sehr herzlich begrüßen zu unserer Diskussionsrunde hier, organisiert von der Linken in Baden-Württemberg mit technischer Unterstützung des Kreisverbandes der Linken in Esslingen, wofür wir uns sehr herzlich bedanken, dass wir diese Diskussionsveranstaltung durchführen können hier in Reutlingen. Wir senden also jetzt live aus Reutlingen, aus dem Wahlkreisbüro meiner Kollegin Jessica Tatti, Bundestagsabgeordnete für die Linke, die heute Abend leider nicht dabei sein kann. Mein Name ist Heike Hensel, ich bin Bundestagsabgeordnete der Linken in Tübingen und freue mich auf eine interessante Diskussion, an der sich hoffentlich auch viele im Netz beteiligen. Die Möglichkeit besteht ja, über Chat auch Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Und der Titel unserer Diskussion ist sehr vielsagend: Ohne Frauen steht die Welt still. Wir veranstalten diese Diskussion anlässlich des Internationalen Frauentags, der heute weltweit begangen wird von vielen Menschen, die mittlerweile ihn ja auch als feministischen Kampftag, als Frauenkampftag für Frauenrechte verstehen und die nach wie vor sehr viele Forderungen formulieren, die es auch umzusetzen gilt. Sowohl international sind Frauenrechte sehr stark unter Druck oder nicht umgesetzt, aber auch in Deutschland, wenn wir hier in unser Land schauen, ist die Situation für Frauen nach wie vor nicht so, dass wir von Gleichberechtigung, von einer guten Gleichstellung reden können. Vieles liegt nach wie vor im Argen. Frauen sind mehrheitlich diejenigen, die in schlecht bezahlten Berufen tätig sind. Sie halten aber gerade den Laden am Laufen, wie es immer so schön heißt. Und sie waren auch jetzt natürlich in dieser Pandemiesituation in vielen Teilen wirklich systemrelevant. Aber wie sieht es eigentlich dann mit der Entlohnung zum Beispiel aus, mit der Wertschätzung und mit ihrer Rolle in dieser Gesellschaft? Da ist noch sehr viel Änderungsbedarf und deswegen waren ja heute auch wieder viele Frauen auf der Straße, um ihre Forderungen lautstark nach außen zu bringen. Ich freue mich, dass ich hier erstmal vier starke und später noch eine fünfte starke Frau begrüßen kann und hoffe auf eine interessante Diskussion. Und ich darf beginnen mit Sarah Miro, die neben mir sitzt, die Spitzenkandidatin der Linken hier jetzt im Landtagswahlkampf von Baden-Württemberg. Wir befinden uns ja im Endspurt. Sie ist, tritt an für den Wahlkreis Heidelberg und ist dort auch die Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende im Heidelberger Kommunalparlament. Sie ist Landessprecherin für die Linke und auch Sprecherin der LAG Frauen. Herzlich willkommen, Sarah Miro. Hallo. Neben ihr sitzt zu ihrer Rechten Manuela Lieb. Sie ist Diplompädagogin, systemische Therapeutin und sie ist pädagogische Fachkraft beim Wirbelwind e.V. in Reutlingen. Und da werden wir im Laufe des Gesprächs noch mehr erfahren über ihre Arbeit und natürlich ihre Erfahrung, die sie im Rahmen dessen in ihrer wichtigen Arbeit auch macht. Ich darf mich jetzt nach links wenden und darf hier begrüßen und in Reutlingen ja keine Unbekannte, Petra Braun-Seitz, Landtagskandidatin für die Wahlen jetzt in Baden-Württemberg, für den Wahlkreis Hechingen-Münzingen. Sie ist Kreisrätin in Reutlingen für die Linke, Mitglied auch der Inklusionskonferenz des Kreises und engagierte Gewerkschafterin im Ortsverein Neckaralb. Und sie hat den Vorsitz des Kommunalpolitischen Forums der Linken, auch ein interessantes Gremium. Und das, darüber werden wir vielleicht auch nochmal über die Arbeit, kommunale Arbeit von dir sprechen. Herzlich willkommen, Petra Braun-Seitz. Dankeschön. Und ich darf sehr herzlich begrüßen, einen Überraschungsgast,
denn leider konnte Claudia Haidt heute nicht teilnehmen. Sie ist verhindert. Sie ist ja die Landtagskandidatin der Linken in Tübingen. Dafür haben wir aber spontan einen Ersatz gefunden, nämlich Jutta Zwaschka. Sie ist Stadträtin in Ostfildern und die Ersatzkandidatin für die Landtagswahlen im Wahlkreis Esslingen. Herzlich willkommen, Jutta Zwaschka. Danke, Heike. Ja, wir haben, dann muss ich noch erwähnen, wir haben noch eine weitere Frau, Dorothee Himpele, die etwas später zu uns stoßen wird. Sie ist Künstlerin und Kunsttherapeutin und ich werde sie nachher noch ausführlicher vorstellen. Wir nehmen so an, sie kommt in einer halben, dreiviertel Stunde, stößt sie dann zu uns. Ja, und Sie alle sind natürlich aufgerufen, ihr alle, die zuschaut, gerne Fragen an uns zu richten. Der Chat ist, glaube ich, offen und es wird an uns dann auch weitergeleitet. Wir haben uns das Motto genommen, ohne Frauen steht die Welt still. Und in dieser Pandemie, glaube ich, kann Frau das Wort wörtlich nehmen, denn in vielen, vielen Bereichen, wenn man sich nur das Gesundheitssystem anschaut, die Pflegekräfte, da haben die Frauen den großen Anteil wirklich dieser großen Herausforderungen gestemmt und sind auch teilweise bis an ihre Grenzen gegangen. Das schlägt sich aber leider noch lange nicht nieder in einer dementsprechenden Wertschätzung, die eben auch mit einer Entlohnung einhergeht. Und das ist sicher auch ein wichtiges Thema, das wir nachher ansprechen werden. Ich würde aber gerne an alle Frauen jetzt dieses Motto mal als Eingangsfrage stellen. Was heißt denn für dich oder was fällt dir da auch spontan ein? Ohne Frauen steht die Welt still. Sarah, was fällt dir dazu ein? Ja, vielen Dank für diese sehr engagierte Einleitung, liebe Heike. Ohne uns steht die Welt still. Das bedeutet natürlich, diese Welt kann und wird ohne Frauen so nicht funktionieren. Wenn Frauen ihre Arbeit von heute auf morgen einstellen würden, was würde passieren? Also was würde alles nicht passieren, ist ja tatsächlich die Frage. Genau. Denn ganz viele der gesellschaftlich notwendigen Arbeiten werden überwiegend von Frauen gemacht. Frauenarbeit ist das, was oft unsichtbar gemacht wird, aber diese Gesellschaft zusammenhält, unglaublich wichtig ist und deswegen würde diese Welt ohne uns einfach stillstehen. Sehr gut, wir sollten es mal ausprobieren, glaube ich. Ja, wir sollten. Es gibt den Frauenstreik, ja. Dafür gibt es den Frauenstreik, ja. Vereintag diese Welt mal stillstehen lassen. Den Frauenstreik müssten wir wirklich wiederbeleben, in dem Sinne, es gibt ihn ja, aber dass auch wirklich alle dann mal streiken und die Arbeit überall auf allen Ebenen ruhen lassen. Ja, liebe Manuela, was fällt dir dabei ein? Vielleicht von dem eigenen Hintergrund. Genau, also ich komme ja von Wirbelwind e.V. Das ist ein Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und es ist ein Verein, der auf Ehrenamt beruht, entstanden in den letzten 30 Jahren und zwar auf reinem Ehrenamt von Frauen. Das ist die Geschichte, wo von uns, und ich würde dir heute gern einfach erzählen, um genau das darzustellen, was ihr gerade eben gesagt habt, wenn es diese Arbeit nicht geben würde, auch diese unentlohnte Arbeit, keine Ahnung, wo unsere Gesellschaft heute stehen würde. Das genau ist auch ein ganz wichtiger Bereich, ehrenamtliche Arbeit und natürlich der gesamte Care-Bereich, der nicht bezahlt ist. Ja. Unbezahlte Care-Arbeit in vielen im häuslichen Bereich und so weiter, auch ein ganz wichtiger Punkt, der noch viel zu wenig beleuchtet ist, worum aber Frauen natürlich kämpfen, dass sie hier auch die dementsprechende Anerkennung und vor allem vielleicht auch mal Lastenaufteilung bekommen in den Familien. Ja, Petra, was heißt für dich dieser Spruch? Ohne Frauen oder das Motto steht die Welt still. Ja, ohne Frauen gäbe es in unserer Gesellschaft niemand, der die Kinder in der Kitas betreut. Die Kinder würden in der Grundschule nicht lesen und schreiben lernen. Die Krankenhäuser wären geschlossen, nicht nur die Krankenschwestern oder Krankenpflegekräfte würden fehlen, auch die ganzen Reinigungskräfte, das Thema ist ja auch vollkommen weiblich, die Pflegeeinrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, hier in Reutlingen haben wir ja auch eine große Behinderteneinrichtung, also da würde ohne Frauen gar nichts laufen.
Das, aber aus meiner beruflichen Arbeit, habe lange beim öffentlichen Dienst gearbeitet, bei der Stadtverwaltung Reutlingen. Und es ist wirklich so, dass das in vielen Bereichen Frauen eben in, wie zum Beispiel in den Kitas, arbeiten hauptsächlich Frauen. Und es war eine wahnsinnige Anstrengung in den letzten Jahren, diese Tätigkeiten schon mal ein bisschen aufzuwerten. Aber da sind wir noch lange nicht am Ende angelangt. Es muss doch möglich sein, dass Arbeit mit Kindern gleich bezahlt wird wie Arbeit mit Maschinen. Zum Beispiel, oder mit Autos. Ja, ja. Mal soweit. Ja, danke. Und Jutta, was heißt dieses Motto für dich? Oder was fällt dir dabei ein? Ich meine, es wurde schon viel genannt, viele Bereiche genannt. Ja, also ich würde sagen, die häusliche Pflege würde ohne Frauen den vollen Knockout bekommen. Wir sehen das ja, dass da kaum Männer tätig sind, und die Frauen, die aus dem Ausland kommen, zeigen da auch noch das Bild, dass die männliche quasi Seite da auch nicht vertreten ist. Das heißt, wir müssten unheimlich viele Plätze haben in Pflegeheimen, die es erstmal gar nicht gibt, und zweitens kann sich das auch gar nicht jeder leisten. Und dann hätten wir schon den finanziellen Crash auch noch dazu, und das würde dann dazu führen, dass gar nichts mehr funktioniert. Das ist meine Meinung. Genau. Ich glaube, dem können wir uns alles anschließen. Hier würde nichts mehr funktionieren. Und die Ungerechtigkeit fängt eben damit an, dass Frauen überall sehr viel leisten, aber generell viel mehr leisten auch teilweise als Männer für weniger, deutlich weniger Geld. Und das ist eine der großen Streitpunkte, die wir ja nach wie vor haben. Seit vielen Jahren kämpfen Frauen darum, dieses sogenannte Gender Gap zu überwinden. Und vielleicht kannst du, Sarah, dazu was sagen. Was ist denn genau das Gender Gap für diejenigen, die jetzt darunter sich noch nicht so viel vorstellen können? Und ja, was hat es damit auf sich in Deutschland, aber vor allem natürlich auch in Baden-Württemberg? Mhm. Wir haben in Baden-Württemberg die größte Gender Pay Gap, also die größte Lohnlücke nennt man das auch. Und das bedeutet, in keinem anderen Bundesland werden Frauen im Vergleich zu Männern so viel schlechter bezahlt wie in Baden-Württemberg. Wir haben eine Lohnlücke von 25%. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Es hat auch den strukturellen Grund, dass soziale Berufe, wo überwiegend Frauen drin arbeiten, strukturell schlechter bezahlt werden. Ja. Also da hat Petra ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt aufgemacht. Wenn ich Autos zusammenbaue, wenn ich mit Maschinen arbeite, da wo ich Profite und Werte erschaffe, da sieht die Lohnstruktur auch entsprechend aus. Aber bei den sozialen Berufen, da wo es um die Arbeit am Menschen geht, werden diese Berufsfelder an sich einfach sehr schlecht bezahlt. Und da arbeiten viele Frauen drin. Das ist natürlich ein Problem. Und gleichzeitig haben wir in Baden-Württemberg auch ein landestariftreues Mindestlohngesetz, das, sage ich mal, diplomatisch gesehen verbesserungswürdig ist. Denn tatsächlich bei der öffentlichen Auftragsvergabe lehnt sich das Land nur an den bundesweit gesetzlichen Mindestlohn an. Das ist ein Skandal eigentlich. Das Land Baden-Württemberg hat hier eine Steuerungsfunktion und könnte hier einen deutlich höheren vergabespezifischen Mindestlohn anlegen. Das betrifft ja auch Frauen in den unteren Lohngruppen. Und wir sagen als Linke, wir wollen 13 Euro vergabespezifischer Mindestlohn. Wir wollen soziale Berufe aufwerten, höher gruppieren. Und ich glaube, wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion um Arbeit selbst. Denn auf jede bezahlte Arbeitsstunde kommen ja 2 unbezahlte Arbeitsstunden, überwiegend von Frauen geleistet. Und wir müssen einfach darüber diskutieren, was wir gerade der sozialen Arbeit, der Arbeit am Menschen auch an Wert beimessen. Ich glaube, wir brauchen hier wirklich einen ganz anderen Ansatz, und wir müssen diese Arbeiten aufwerten, besser bezahlen, denn das ist auch Anerkennung und Respekt, eine gute Bezahlung. Genau, wir haben das ja alle erlebt, den Applaus, selbst im Bundestag haben sich dann alle Abgeordneten erhoben für Applaus für die Pflegekräfte. Natürlich ist es ein wichtiges Zeichen, und es war auch ein gesellschaftliches, solidarisches Zeichen, diesen Applaus, den es letztes Jahr ja viel gab, aber für die Politik reicht es halt bei weitem nicht aus, sondern da geht es darum, dann auch die dementsprechenden Konsequenzen aus diesem Applaus zu ziehen und Wertschätzung eben auch mit höheren Löhnen, mit einer höheren Entlohnung und vor allem eben auch Aufwertung des gesamten Berufes dann auch nachzukommen. Sonst bleibt dieser Applaus mit sehr fahlem Geschmack zurück. Es ist ja auch so, dass jede vierte Frau in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeitet. Unter Migrantinnen übrigens noch mehr. Also fast jede dritte Frau mit Migrationshintergrund arbeitet im Niedriglohnsektor.
man kann sagen, dank in Anführungszeichen Agenda 2010 hat den Frauen sehr viel schlecht bezahlte Arbeit und schlechte Arbeitsbedingungen gebracht. Mehr Frauen in Arbeit, aber zu sehr schlechten Bedingungen. Was hat denn die Linke da für Vorstellungen, um vielleicht aus diesem Niedriglohnsektor auch die Frauen da rauszuholen oder generell? Ja, wir wollen natürlich erstmal einen deutlich höheren Mindestlohn. Und da, wo das Land das selber machen kann, ich meinte schon, muss das Land auch das auch tun. Und das muss auch für alle Bereiche gelten. Also dafür wollen wir uns im nächsten Landtag einsetzen. Und vor allem, das Land stellt ja auch nur noch befristet ein, zum Beispiel. Also der Anstieg von atypischer, also prekärer Arbeit, von der Frauen ja überdurchschnittlich oft betroffen sind, steigt in Baden-Württemberg genauso an. Und das ist ein Problem. Und da sagen wir schon, wir brauchen eine wesentlich bessere Lohn- und Gehaltsstruktur. Also die Pflegekräfte wurden schon genannt. Da sagen wir ja, wir brauchen deutlich mehr Bezahlung für Pflegekräfte. Denn 500 Euro plus. 500 Euro plus. Und ganz wichtig, dass die Altenpflege auch den Pflegekräften angeglichen wird. Weil die Altenpflegerinnen und Pfleger verdienen ja noch mal weniger. Und das ist natürlich ein Problem. Und weil es angesprochen würde, die meisten Pflegebedürftigen werden ja privat gepflegt. Meistens von Frauen. Und in der Regel immer unter Einkommensverlusten und damit natürlich auch später unter Rentenverlusten. Und hier sagen wir als Linke, wir brauchen eine bessere soziale Absicherung von Pflegenden. Und das ist, glaube ich, eine große, große Lücke. Da muss sich endlich was tun. Und da könnte man an so vielen Bereichen die Stellschrauben drehen. Und das wollen wir im nächsten Landtag auch tun. Denn man merkt einfach, dass die CDU hier doch sehr, sehr lange am Drücker war in Baden-Württemberg. Und wir sind wirklich in ganz vielen Bereichen also wirklich Schlusslicht. Wir sind Schlusslicht bei der Bezahlung von Frauen. Wir sind Schlusslicht bei den Rentenansprüchen. Wir sind Schlusslicht bei der politischen Repräsentation. Und da braucht es einfach, also da braucht es Bewegung, da muss ich was tun, denn wir wollen, dass jeder Tag ein Frauentag ist, ganz wichtig. Wir wollen nicht einmal im Jahr Applaus, wir wollen Anerkennung, Lohn, Respekt, jeden Tag im Jahr und zwar im gleichen Maße. Sehr schön, jeder Tag ein Frauentag, das ist ein gutes Motto. Und ein anderes gutes Motto, das die Linke hat, finde ich hier, her mit dem ganzen Leben. Und das ist natürlich für uns, finde ich, auch fast, kann man sagen, ein Lebensanspruch, der hier formuliert wird. Bevor ich zur Manuela komme, wollte ich die Petra auch noch zu diesem Thema fragen, weil du ja auch engagierte Kommunalpolitikerin bist und unter anderem auch die Reinigungskräfte angesprochen hast. Und die Erfahrung, die wir zum Beispiel auch in Tübingen haben, ist, dass gerade dieser Bereich auch im städtischen gerne oder auch bei Krankenhäusern sehr gerne outgesourced wird an private Firmen. Und damit eigentlich die Lohnspirale nach unten einhergeht. Wie erlebst du das in Reutlingen und was für Erfahrungen oder hat die Linke da auch Vorschläge? Also ganz, ganz aktuell kann man da das neue Managementkonzept der Kreiskliniken Reutlingen anführen. Entgegen dem Votum der Linken wurde das Management der Kreiskliniken ausgelagert an eine Betreibergesellschaft. Also die Kliniken selber sind nicht privatisiert. Es wurden aber Dritte beauftragt mit dem Management. Das ist zwar eine kommunale Holding, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt kein eigenes Management mehr. Und in dem Konzept, das jetzt vorgelegt wurde, sind entscheidende Einschnitte drin. Also natürlich, wie es nicht anders zu erwarten war, werden patientenferne Dienste ausgegliedert in Servicegesellschaften. Also betrifft Reinigung, Küche etc. Und das bedeutet normalerweise, dass dann eben nur noch der Mindestlohn gezahlt wird und der TVL, wenn nach TVLD bezahlt, ist es wenigstens ein bisschen mehr. Also es war unsere Forderung, das nicht zu machen, aber wir sind da nicht gegen die konservative Mehrheit im Kreistag durchgedrungen. Und also ich habe das auch erlebt, es ist ja auch so, Reinigungskräfte, das ist eine Arbeit, das ist körperlich extrem anstrengend. Ja. Schieb mal diese großen Blocker und Reinigungsgeräte oder diese riesen Mobs durch große Fluren oder in der Schule durch Hallen. Also das ist extrem körperlich anstrengend. Diese Frauen sind mit 50 meistens ziemlich kaputt und krank. Ganz oft ist es auch noch so, dass sie gar keine 8 Stunden täglich überhaupt arbeiten können, weil sie das gar nicht aushalten. Aber umso niedriger ist halt auch das Einkommen. Und diese Arbeit, also dass ein Krankenhaus hygienisch sauber ist, das muss doch genauso gut bezahlt werden wie irgendeine andere Arbeit. Also das tut mir echt in der Seele weh, wie diese Frauen sich da kaputt rackern
Und eins ist ganz klar vorgezeichnet, die haben ihr Leben lang wenig verdient und landen alle in der Altersarmut. Genau. Also ich glaube, Frauen haben etwa im Durchschnitt halb so viel Rente wie Männer. Ungefähr, es sind ungefähr 60%. Ja, gut, also durchschnittlich kann man sagen, ja, aber das ist wirklich das enorm. Ist doch der Hammer. Haben das nur ist der 60% Hammer. Der Renten durchschnittlich. Die Hälfte. Und in Baden-Württemberg sogar noch ja, schlechter, die Hälfte. Und das zeigt ja, das sind unhaltbare Zustände, wenn man weiß, dass ja das Rentenniveau sowieso nicht sehr hoch ist, im Vergleich zum Beispiel zu Österreich, wo das Rentenniveau durchschnittlich 800 Euro höher liegt. Und hier, glaube ich, wenn es vielleicht so 1200 Euro sind für Männer, dann sind es 700 Euro im bundesweiten Durchschnitt für Frauen und in Baden-Württemberg eben noch weniger. Und das ist doch ein Unding, dass man sein Leben lang als Frau gearbeitet hat, in prekären Jobs, in befristeten Arbeitsverhältnissen, auch schwere körperliche Arbeit daneben, meist noch Kinder großgezogen, Angehörige gepflegt und danach landet man in der Altersarmut und muss noch Grundsicherung beantragen. Also so geht unsere Gesellschaft mit den Menschen um, die eben auch eigentlich die Gesellschaft zusammenhalten und tragen. Das ist was mich immer wieder beschäftigt. Ja, danke Petra. Gibt es denn in Ostfildern ähnliche Diskussionen? Gibt es da auch ähnliche Fragen? Hast du da auch ein Beispiel aus deiner kommunalen Arbeit, Jutta? Ja, also auch, dass die Stadt Ostfildern natürlich auch die Reinigungskräfte ausgelagert hat. Und wir dann sagen, die Leute identifizieren sich gar nicht mehr so arg mit ihrem Arbeitsplatz und dass da natürlich auch ein größerer Wechsel da ist. Und wenn ich als Reinigungskraft immer im Rathaus bin, dann kenne ich auch die Leute und die Leute kennen mich und dann habe ich andere Gespräche, dann habe ich auch andere Sozialkontakte und da kann ich vielleicht auch mal sagen, ich würde da vielleicht mehr umweltfreundlichere Mittel einsetzen, da kann ich mal was vorschlagen, aber sonst habe ich da wenig zu sagen, wenn ich heute hier bin und morgen da. Also unsere Forderung als Linke ist ja auch, dass Privatisierung solcher Bereiche nicht mehr stattfinden soll. Weil wenn die öffentliche Hand selber diese Bereiche beschäftigt, ist das Lohnniveau anders. Es ist ja auch so, bei diesen privaten Reinigungsfirmen ist es ja auch so, da hat ja auch eine Frau mit 50 keine Chance mehr. Also von daher sind die Arbeitsbedingungen für die Frauen auch besser und auch, wie die Jutta gesagt hat, die Identifikation mit der Arbeit ist ganz anders, gell? Ja. Und natürlich auch die Wertschätzung. Ja. Ja, da mache ich jetzt erstmal einen kurzen Schnitt und komme jetzt zu Manuela Lieb. Keine Politikerin, nein. Aber eine ganz engagierte Frau und die uns jetzt von ihrer Arbeit vom Wirbelwind e.V. Reutlingen erzählen wird. Vielleicht noch mal ein bisschen, was Wirbelwind macht, auch zur Geschichte, hast du ja ein paar Sätze schon gesagt. Und natürlich auch die Erfahrungen jetzt, welche Auswirkungen eigentlich die Corona-Pandemie auch auf eure Arbeit hat und auch auf diejenigen, mit denen ihr arbeitet. Genau, erstmal danke für die Einladung überhaupt. Es ist ja schön, dass ich da sein kann und ein bisschen berichten kann von unserer Arbeit und auch vom Aspekt, den ich sehr wichtig finde, nämlich dem ehrenamtlichen Engagement von Frauen und der Bedeutung von ehrenamtlichen Engagement von Frauen in unserer Gesellschaft. Wirbelwind ist, wie gesagt, der Verein gegen sexuelle Gewalt an Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier im Landkreis Reutlingen, gegründet 1992 von Frauen. Und bis 2013 komplett ehrenamtlich geführt. Also wenn man sich vorstellt, 21 Jahre zu diesem wichtigen Thema, das ja unglaubliche neben den individuellen Auswirkungen auf Betroffene und das Umfeld von Betroffenen einfach auch soziale und wirtschaftliche Folgen hat, dass das so lange im Ehrenamt getragen werden muss, ist aus unserer Perspektive, aus unserer heutigen Perspektive unglaublich. Wir haben in der Zwischenzeit eine gut situierte Fachberatungsstelle hier im Landkreis Reutlingen,
die unterschiedliche Bereiche abdeckt. Also wir sind vorrangig von Beginn an bis heute im Bereich der Beratung von Betroffenen und der Mitbetroffenen. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die in irgendeiner Form von sexualisierter Gewalt betroffen sind, das kann von sprachlichen Übergriffen bis hin zu dem sogenannten sexuellen Missbrauch, also dem strafbaren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gehen. Wir beraten alle, die zu uns kommen und zu dem Thema Unterstützung suchen. Keine Täter und Täterinnen, das ist uns wichtig, wir sind ein geschützter Rahmen. Das heißt, bei uns kommen nur Betroffene und Mitbetroffene. Ein ganz wichtiger Arbeitsbereich bei uns ist die Prävention. Das heißt, wir schulen Fachkräfte, wir schulen Ehrenamtliche, alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zum Thema sexualisierte Gewalt, um einfach eine flächendeckende Sensibilisierung zu erreichen, damit Menschen, die in Kontakt kommen mit diesem Thema, das emotional höchst herausfordernd ist, handlungssicher sind, damit sie wissen, an wen sie sich wenden können und somit den Kindern und Jugendlichen helfen können. Ein anderer wichtiger Bereich ist die öffentliche Arbeit und tatsächlich auch die politische Arbeit, um eine Lobby für dieses Thema und für die Betroffenen einfach zu schaffen. Und da komme ich wieder zurück auf das Ehrenamt. Es ist tatsächlich so, dass die Frauen, die dieses Ehrenamt über Jahre gemacht haben, bis hin wirklich zur Herabwürdigung, bei uns gibt es sowas nicht, das braucht es bei uns nicht. Und gegen all diese Vorurteile haben diese Frauen jahrelang angekämpft. Das ist für mich, jedes Mal, wenn ich mit den Frauen spreche, die das gemacht haben, fast unglaublich, also gegen welche Widerstände sie gekämpft haben, rein im Ehrenamt. Heute, vor kurzem, vor 3 Wochen, hat unsere erste Vorsitzende die Staufer-Medaille zur Würdigung ihres Ehrenamts bekommen. Oh. Ja, das ist eine Würdigung, tatsächlich eine Würdigung dessen, was sie all die Jahre, also sie ist von Anbeginn mit dabei, also fast 30 Jahre im Ehrenamt in diesem Bereich. Finden wir super, würden wir gern einfach auch noch an mehreren Stellen sehen. Deswegen nutzen wir auch jede Gelegenheit, darüber zu berichten. Genau, so vielleicht. Vielleicht noch eine Nachfrage. Eure Arbeit ist ja natürlich auch unter Corona-Bedingungen jetzt irgendwie eingeschränkt gewesen oder und erlebt ihr aber gleichzeitig aber auch mehr Bedarf. Also wie würdest du das beschreiben? Wie waren denn die oder sind die Auswirkungen auch dieser Pandemie auf eure Arbeit? Genau, also es war so, dass beim ersten Lockdown war es tatsächlich erstmal auf null runtergefahren. Wir hatten keinerlei Anfragen mehr, also die ganze Gesellschaft ist in eine Schockstarre verfallen und das haben wir bei uns auch gemerkt. Danach wurde es kontinuierlich mehr an Anfragen, also wir haben die Anfragen für unsere Beratungen sind von 2019 auf 2020 um fast 50% gestiegen. Das ist eine Hausnummer. Wir können es jetzt nicht nur auf Corona zurückführen, also wir haben auch massiv Öffentlichkeitsarbeit, weil wir einfach früh schon auf den Kinderschutz hinweisen wollten. Es war uns von Anfang an klar, diese Einschränkungen führen dazu, dass Kinder und Jugendliche mehr sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein werden, genau. Deswegen sind wir einfach auch deutlich nochmal mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, wir können das jetzt nicht direkt zurückführen auf diese Einschränkungen gerade. Was wir sehen, ist, dass Menschen, die ehemals betroffen waren und ihr Leben relativ gut gestalten konnten, trotz dieser Erfahrungen, die sie machen mussten, dass sie jetzt deutlich mehr Schwierigkeiten haben, zum Beispiel zur Alltagsgestaltung, weil einfach die Einschränkungen nochmal eine zusätzliche Herausforderung sind. Das beginnt beim Maskentragen, ganz banal in Anführungszeichen. Das bedenken viele Menschen nicht. Wenn ich Gewalterfahrungen erlebt habe, kann diese Maske für mich eine Einschränkung bedeuten, die für andere nicht vorstellbar ist. Und bevor ich mich dem aussetze, dass ich draußen meine Maske nicht tragen kann, bleibe ich lieber drin. Also das reicht von diesem Aspekt über dadurch, dass das junge Mütter, die selber ehemals betroffen waren, jetzt einfach ihre Kinder kaum, also die Herausforderung der Kindererziehung kaum noch tragen können, weil sie so damit beschäftigt sind, sich selber zu regulieren. Mhm. Also da sind die Bandbreite ist wirklich sehr weit. Was wir auch sehen, das ist, dass Jugendliche, das ist ja in der Zwischenzeit Gott sei Dank auch nachgewiesen, die halt nochmal auch besonders unter diesen Herausforderungen aktuell zu leiden haben. Und dass, wenn dann auch nochmal die Erfahrung von sexualisierter Gewalt hinzukommt, dass das massive Auswirkungen hat. Mhm. Ja.
Ja, schwierige Situation und umso mehr vielen Dank einfach auch für diese wichtige Arbeit, die von Frauen getragen wird. Und ich darf jetzt begrüßen die Dorothee Hiebele, die neben dir Platz nimmt. Manuela hatte ich ja vorhin angekündigt, dass sie etwas später zu uns stößt. Künstlerin und Kunsttherapeutin, und ihre Kunst beschäftigt sich unter anderem, habe ich mir aufgeschrieben, mit dem Thema Frauen im Spannungsfeld zwischen widersprüchlichen Erwartungen und unerfüllbaren Idealbildern. Auch ein weites Feld, das Idealbild der Frauen heutzutage. Und es gibt auch eine Fotoreihe von ihr, die heißt Ich muss noch in Klammern an mir arbeiten, und zeigt auf tragisch-komische Weise mögliche Frauenbilder, Frauenschicksale in unserer Gesellschaft. Und ihr Motto lautet, Kunst ist politisch, ist feministisch. Herzlich willkommen, Dorothee Hiebele, in unserer Runde. Und ich würde jetzt ein bisschen überraschend, bevor wir dann nochmal in eine zweite Runde kommen, dir auch eine Frage stellen, die ich allen zu Beginn gestellt habe, aber bei dir jetzt ohne Vorbereitung. Das Motto unseres Abends lautet ja, ohne Frauen steht die Welt still. Was würde dir dazu einfallen? Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf, dass ich da sein kann. Ich habe tatsächlich neben meiner künstlerischen Tätigkeit noch einen systemrelevanten Beruf und komme quasi direkt angeflitzt jetzt. Ja, und der systemrelevante Beruf ist die? Ist die Kunsttherapie, aber ich arbeite tatsächlich auch in der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Ja. Ist auch eine kleine Verbindung zu meinen Fotos, also nicht nur, aber auch. Genau, und warum die Welt ohne Frauen stillstehen würde, also wenn ich jetzt aus künstlerischer Sicht das sagen würde, ist einfach Kunst bewegt. Kunst bewegt unglaublich, wir Menschen brauchen Kunst, und wenn es die nicht mehr gibt, wie jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten sehr schwierig zugänglich sind, dann kommt keine Ideen mehr, dann gibt es Stillstand, gibt es keine Bewegung mehr. Ja, eine sehr gute Antwort, Dankeschön. Und ich würde dann aber gleich auch dich bitten, weil wir jetzt so eine Eingangsrunde hatten, wo alle sich auch ein bisschen ihre Arbeit vorgestellt haben und natürlich auch Erfahrungen in puncto Frauenarbeit oder auch Forderungen, politischen Forderungen von Frauen, dass du vielleicht etwas zu deiner Arbeit sagst, die ja jetzt im doppelten Sinne hier auch da ist, Künstlerin und Therapeutin, und natürlich auch vielleicht ein paar Erfahrungswerte deinerseits, wie sich diese Pandemie auch auf die Arbeit auswirkt. Ja gut, als Doppelrolle kann ich natürlich sagen, das eine profitiert vom anderen. Also in meiner Kunst kann ich tatsächlich sehr viel reinbringen, was ich im Leben erfahre durch meinen Beruf. Also jetzt gerade auch auf diese, auf diese Bilderreihe, ich muss noch an mir arbeiten, also ich muss arbeiten, ich muss noch arbeiten, ich muss noch an mir arbeiten, also diese vielen Aufgaben, die Frauen auch zugeschrieben werden. Bei den KünstlerInnen ist es so, dass sie natürlich gerade im Moment in der Pandemie sehr drunter leiden, also unter dem finanziellen auch, aber natürlich auch, dass sie sich nicht ausleben können oder dass sie sich schlecht zeigen können. Es ist online möglich, aber Kunst ist natürlich eigentlich was Greifbares, muss man sehen können und nicht hinter so einem Bildschirm irgendwie versteckt sein. Es gibt inzwischen viele KünstlerInnen, die sich auf den Weg machen, die kreative Möglichkeiten finden, auch gerade im Theater und so. Genau, aber das ist natürlich, wo ich denke, dass auch viele Menschen darunter leiden, dass sie nicht Kunst und nicht Kultur erleben können im Moment. Ja. Kann man natürlich sagen, ist ein Luxusproblem, aber letztendlich ist es auch, gehört es zu unserem Menschsein dazu. Genau. Die Erfahrung als Kunsttherapeutin in meinem Beruf ist da eher tragischer. Also ich erlebe einfach sehr viele Menschen, denen die, also gerade Frauen und jugendliche Kinder, denen so die verlieren einfach den Boden unter den Füßen, zu mir sagen, Jugendliche, mir wird meine Jugend geklaut oder alles, was mir Spaß macht, kann ich nicht mehr machen. Die rutschen wirklich in Krisen rein, vor allem wenn sie nicht stabil sind seelisch. Also ich denke, selbst jetzt Menschen, die stabil sind, denen tut es nicht gut. Aber Menschen, die eben nicht stabil sind,
und auch schon viel erlebt haben in ihren Jahren, in ihren jungen Jahren teilweise, denen geht es nicht gut. Ja, das erleben wir ja, da wird ja viel an uns alle auch herangetragen und wir erleben es ja sicher auch im eigenen Umfeld, dass es natürlich diese Corona-Beschränkungen mittlerweile, dieser Lockdown, sehr starke auch psychische Probleme, aber sicher auch vor allem natürlich auch sehr viele soziale Probleme kreiert, die dann so auch eine sehr gefährliche Mischung werden. Und wenn es da dann auch vielleicht zu wenig Solidarität gibt und im Grunde auch gute soziale Unterstützung von Seiten des Staates, und da liegt ja vieles im Argen, das haben wir ja als Linke sehr häufig auch auf die Tagesordnung gebracht, dass sich Menschen dann aber nicht allein lassen kann und Familien auch. Und da gibt es doch in manchen Bereichen richtigen Totalausfall leider, dass dann wenig auch aufgefangen werden kann. Und natürlich brauchen wir alle auch wieder Perspektiven der menschlichen Begegnung. Ich glaube, das ist im Moment das A und O. Und jetzt kommen wir, der internationale Frauentag ist natürlich auch ein Tag der Frauen zu feiern, auch wenn wir gerade bei einem sehr ernsten Thema waren. Aber herzlichen Dank, ist natürlich auch ein Tag zu feiern, denn vieles wurde von Frauen bereits erkämpft. Wenn wir uns die über 100-jährige Geschichte des Frauentages Revue passieren lassen. Und da waren viele, viele mutige Frauen dabei und die ja sozusagen auch den Internationalen Frauentag auf den Weg gebracht hat, die in Stuttgart auch ihre erste Rede dazu gehalten hat. Die Clara Zetkin ist natürlich genauso wie Rosa Luxemburg auch gerade für Linke natürlich sind es sehr beeindruckende Vorbilder bis heute geblieben. Aber um es jetzt noch wieder auf die Landtagswahl ein bisschen runterzubrechen, Sarah, da lasse ich dich noch nicht raus, bevor wir auch mal schauen, ob es schon ein paar Kommentare im Chat gibt oder Rückfragen. Das war ja auch die Idee, dass wir hier ein offenes Forum haben. Die Linke hat ja als Partei und jetzt auch im Programm den Anspruch formuliert, links, solidarisch, feministisch. Vielleicht kannst du nochmal, wir haben ja jetzt ganz gezielt den Arbeitsbereich von Frauen auch ein bisschen beleuchtet, aber Feminismus geht ja auch darüber hinaus. Was sind denn weitere Forderungen, Ziele, die die Linke da jetzt im Rahmen des Wahlkampfs, aber auch unabhängig vom Wahlkampf diskutiert? Genau, wir wollen eine feministische Kraft in den Landtag bringen. Und das bedeutet, was bedeutet eigentlich Feminismus? Für uns bedeutet Feminismus das gleichberechtigte Zusammenleben aller Geschlechter, die gleiche Teilhabe an Gesellschaft, an Kultur, aber auch an sozialer Sicherung. Und ich glaube, das sind verschiedene Bereiche, die wir auch deswegen dringend stärken müssen, da wo die Politik direkt Einfluss nehmen kann. Das ist zum einen die Bezahlung, das sind aber auch die sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, ich habe schon erwähnt, die Arbeit, die vornehmlich von Frauen getätigt wird, die diese Gesellschaft zusammenhält, wird, wenn sie dann ehrenamtlich praktisch gemacht wird, also im privaten Bereich, also Erziehung, Fürsorge, Pflege, all diese Arbeiten an Menschen, die so unglaublich wichtig sind, werden im privaten Bereich unsichtbar gemacht. Und dort, wo sie professionell ausgeübt werden, in der Pflege oder in den Kitas, wird sie halt strukturell schlecht bezahlt. Und das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene sind natürlich aber auch Frauenberatungs- und Hilfsstrukturen, wie eben zum Beispiel Frauenhäuser, die einfach strukturell immer schlecht bezahlt sind. Und was ganz wichtig ist, dass wir auch tatsächlich über Kommunalfinanzen reden. Da knüpfe ich auch ein bisschen an Petra an. Wir müssen schauen, dass die Kommunen in der Lage sind, zum Beispiel die Istanbuler Konvention überhaupt einzuhalten. Also heißt, genug Frauenplätze überhaupt vorzuhalten. Und ich bin im Austausch, auch im Gespräch. Und die Situation ist ja, dass 3 von 4 Frauen bei Frauenhäusern teilweise abgewiesen werden müssen in einer sehr schwachen Stunde, weil es einfach nicht genug Plätze gibt. Und das ist halt eine öffentliche, das ist eine Frage. Warum wird eigentlich alles, was Frauen betrifft, also Frauenberatung, Frauengesundheit, völlig, also ich weiß, Heidelberg, Stuttgart hat ein Frauengesundheitszentrum. Das war es aber schon in Baden-Württemberg. Genau. Und die Frauenberatungsstrukturen, die Frauenhäuser, Gewaltberatung, Frauennotruf, warum steht das immer unter finanzieller
wie nennt man das? Finanzierungsvorbehalt. Genau, Finanzierungsvorbehalt. Ja, genau. Aber das ist es. Das ist es halt. Alles, was Frauen betrifft, muss immer wieder erkämpft und erstritten werden. Ja. Und alle Fortschritte, die wir haben, wurden auch von Frauen erkämpft. Und deswegen sagen wir ja auch, der Frauentag muss jeden Tag sein. Der Frauentag ist auch immer noch ein Frauenkampftag. Weil es gibt immer noch so viel, was wir erstreiten müssen. Und da wollen wir im nächsten Landtag schon ansetzen. Wir wollen Kommunalfinanzen, die das halt stabil machen. Also die eine stabile Finanzierung für diese Strukturen ermöglicht. Wir wollen ein gutes Gehalt. Wir wollen auch, und das ist auch nicht unwichtig, wir wollen natürlich auch kostenfreie Kitas zum Beispiel, gebührenfreie Kitas. Mhm. Wir wollen, dass diese Zugänge gesichert sind. Das bedeutet, wir wollen gute Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen. Wir wollen, dass Kitas gebührenfrei sind und dass es auch genug Plätze gibt, also genug Ganztagsplätze zum Beispiel. Und natürlich muss der Bereich Pflege besser ausfinanziert werden. Und das in den Landtag zu bringen, das ist wichtig auf jeden Fall. Baden-Württemberg hat hier wirklich einiges aufzuholen. Und damit komme ich zum Schluss, einen Satz noch. Man darf auch nicht vergessen, dass wir ja auch für das lustvolle Leben streiten wollen und deswegen... Ja. Also ich würde sagen, wir stoßen jetzt einmal an. Ja. Auf die Frauen und alle Geschlechter, ja. die heute feiern und aber natürlich auch um Gleichberechtigung kämpfen zum Wohle. Und das betrifft natürlich auch nicht nur, aber auch die Repräsentanz von Frauen. Ich kann wirklich jetzt mal mit Stolz sagen, dass die Bundestagsfraktion der Linken mehr Frauen als Männer hat, als Mitglieder. Und das macht sich auch bemerkbar. Nee, aber da ist ja in Baden-Württemberg, kann man auch sagen, da ist ja Baden-Württemberg im Grunde auch eines der Schlusslichter, der Frauenanteil in Parlamenten. Und da hat ja die grün-schwarze Landesregierung auch viel versprochen, aber rausgekommen ist eigentlich nichts. Genau, das ist nämlich, es wurde zweimal eine Wahlrechtsreform versprochen und ist es eben nichts rausgekommen. Und ich möchte daran erinnern, wir haben in Baden-Württemberg das antiquierteste Wahlrecht von allen. Das Einstimmwahlrecht, das insbesondere Frauen benachteiligt und das muss sich natürlich dringend ändern. Und deswegen ist es nochmal wichtig, weil wir treten in den für uns aussichtsreichen Wahlkreisen mit ungefähr 80% Frauen an. Wir wollen mit einer ungefähr 80%igen Frauenfraktion in diesen Landtag einziehen, mehr Frauen in die Parlamente. Und wir wollen natürlich aber auch ein echtes Paritätsgesetz. Also es muss sich an der politischen Repräsentation was tun. Und der Landesfrauenrat zum Beispiel, der hat sich ja hier in Baden-Württemberg vor ungefähr 50 Jahren gegründet. Damals saß eine einzige Frau im Landtag, eine einzige Frau. 50 Jahre später sind wir bei 26%. Und was ich halt gefragt wurde, auch im Laufe des Wahlkampfs immer wieder so, ja, und es verbessert sich ja doch eh und wir machen ja Fortschritte. Okay, dann sollen wir jetzt nochmal 50 Jahre warten, bis es die Hälfte wird. Also da sage ich nein, wir wollen die Hälfte, wir sind die Hälfte und wir wollen, dass das Ganze auch ein bisschen schneller vorangeht. Ja, und der Kretschmann erzählt dann, ja, an den Grünen liegt es nicht, aber letztendlich haben sie nichts gemacht. Und es wäre die Möglichkeit gewesen, diese Wahlrechtsreform anzugehen, aber da gab es dann zu wenig Einigkeit zwischen Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz oder man könnte auch sagen Schwarz-Schwarz. Ja, aber es wird ja auch hin und her geschoben immer ein bisschen. Und ganz kurz, also alle Parteien haben in ihrem Wahlprogramm jetzt tatsächlich die Reform des Landtagswahlsystems drin. Also müssen wir davon ausgehen, dass das kommt und da wollen wir auf jeden Fall nachhaken, dass das kommt. Jetzt mal zwischendurch. Es gab hier einen Kommentar von Robert. Robert, er fordert für das Ehrenamt, die gehören mit Rentenpunkten belohnt. Manuela, vielleicht kannst du dazu mal sagen. Das kam jetzt hier von einem, ich weiß es nicht, Robert, Mann oder Frau, aber ich gehe mal davon aus, Mann, weiß ich nicht. Aber wie findest du, ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Wäre ich noch nie drauf gekommen, voller Begeisterung, auf jeden Fall ja. Ja, also ich kann wirklich aus unserer Historie nur bestätigen, es ist unglaublich, wie viel Arbeit, wie viel Energie, wie viele Nerven da in diese Arbeit geflossen sind. Und wenn ich hier den Begriff der Systemrelevanz auch nochmal rein, es ist systemrelevant gewesen die ganze Zeit, jetzt ist dieser Begriff plötzlich irgendwie en vogue. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Also Robert, herzlichen Dank für die Idee. Ich kann es ja gleich mal hier mal. Ja, ich finde auch, ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Und wir müssten noch für andere, auch die häusliche Pflege im Grunde. Genau. Rentenpunkte ist so ein, das ist mal ein abstraktes Thema. Viele sagen, was soll ich mit Rentenpunkten? Aber das ist das A und O für Frauen. Ja. Weil sie eben andere Erwerbsbiografien haben als Männer grundsätzlich.
sehr häufig durch das Kinderkriegen natürlich, und dann gibt es Brüche, dann haben sie viel häufiger auch erzwungene Teilzeit und so weiter und landen dann in der Altersarmut. Genau. Also von daher, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, müsste auch ausgedehnt werden auf andere Bereiche und ist ganz gut. Wenn ich da mal einhaken darf, weil das Problem ist zum einen, dass Altersarmut ja an sich weiblich ist. Wir haben auch noch das Problem, dass die Grundsicherung im Alter von 60% derjenigen, die ja eigentlich einen Anspruch drauf hätten, gar nicht in Anspruch genommen hat. Das heißt, die verdeckte Armut im Alter, gerade bei Frauen, ist ein echtes Problem. Ja. Und ein Thema, das wir heute auch noch nicht so angesprochen haben, ist natürlich die Situation von alleinerziehenden Frauen, die wirklich auch eine hohe Bürde haben und die sie jetzt in der Pandemie umso mehr haben, weil durch Homeschooling, also das hat ja, und da, die Runde würde ich nämlich jetzt gleich auch gerne mal aufmachen, was auch ein gewisses Rollback angeht. Mhm. Jetzt an Tätigkeiten, an Rollen, Stereotypen, die plötzlich wieder sehr stark zum Tragen kommen. Bei Alleinerziehenden ist natürlich auch das große Problem, dann war plötzlich Homeschooling angesagt. Und gleichzeitig war es ja aber auch nicht möglich, Großeltern zu treffen aufgrund der Ansteckungsgefahr. Also wirklich auf sich allein gestellt zu sein mit mehreren Kindern und oft eben auch dann von wenig Geld zu leben, das betrifft Alleinerziehende auch überproportional mehr, ist schon eine wirklich ganz, ganz schwierige Situation. Und da können wir, finde ich, auch nur den Hut ziehen vor all den Frauen, die da täglich ihren Alltag mit den Kids meistern. Und da war jetzt von dir eine Meldung? Ja, also ich denke, man muss einfach die strukturellen Rahmenbedingungen verbessern. Also es muss eine gesicherte Kinderbetreuung geben. Das brauchen besonders Alleinerziehende, und zwar auch eine Ganztagsbetreuung. Schon in der Kita, aber auch in der Schule. Und da haben wir als Linke ja auch die Forderung, dass wir Ganztagsschulen brauchen. Deutlich, und zwar nicht so Pseudo-Ganztagsschulen, wie es eben hier viele Modelle gibt, wo nachmittags eben noch irgendeine Betreuung von örtlichen Vereinen ist, sondern eine echte Ganztagsschule, wo den ganzen Tag Unterricht ist und das Kind kommt dann mit erledigten Aufgaben nach Hause und hat dann noch Zeit zum Spielen. Also das wäre schon mal eine große Erleichterung, damit Alleinerziehende auch tatsächlich einem Beruf nachgehen können. Weil nach wie vor ist es so, dass Alleinerziehende einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt wird. Also die gehören auch zu denen, die regelmäßig dann auch beim Jobcenter noch aufstocken müssen. Und das ist ein Unding. Man muss so höchsten Respekt dafür haben, wenn auch eine Frau Kinder alleine großzieht. Ja. Es gibt auch alleinerziehende Männer, will ich jetzt nicht ausschließen, aber normalerweise sind deutlich geringerer Anteil. Ja. Und wie gesagt, oft ist keine Vollzeitberufstätigkeit möglich, dann sind wir wieder bei der unfreiwilligen Teilzeit, die wieder einen geringeren Verdienst, geringere Einzahlungen in die Rente etc. Also, und diese Kreisläufe muss man durch gute Rahmenbedingungen durchbrechen. Und es wäre doch einfach, und wie gesagt, die kostenlose Kita, wie es die Sarah schon erwähnt hat, wäre da ein sehr wichtiger Baustein. Ja. Aber auch noch aus anderen Gründen, weil dann eben auch da von Anfang an für Chancengleichheit gesorgt wird. Mhm. Apropos kostenlose Kita, bevor wir jetzt mal vielleicht noch zu diesem Thema Rollback kommen, aber noch eine Frage an dich, Sarah. Es gab ja die gute Initiative, gemeinsam mit der SPD und anderen Initiativen, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Gewerkschaften und so weiter, kostenlose Kitas in Baden-Württemberg. Was ist denn daraus geworden und wieso wurde das dann irgendwie gestoppt? Das ist kein rühmliches Kapitel für die direkte Demokratie in Baden-Württemberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Volksbegehren gebührenfreie Kitas wurde im Prinzip zuerst vom Innenministerium gestoppt, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich ein Gegenstand, den die entsprechende Gesetzgebung nicht hergibt, dass man darüber entscheidet, was ich schwierig finde, weil ich meine, auch Sachen, die Geld kosten, sollten ja eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern mitentschieden werden. Es wurde am Ende dann vor Gericht gestoppt aufgrund verschiedener Kriterien. Im Großen und Ganzen betrifft es aber die Frage, wie direkte Demokratie in Baden-Württemberg überhaupt gestaltet ist. Und dass wir die entsprechende Gesetzesvorlage ganz klar überarbeiten müssen, weil es ja nicht sein kann, dass aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Staatshaushaltsgesetz, eine solche Gesetzesvorlage, also dass es gestoppt wird, dass die Bürgerinnen und Bürger überhaupt darüber abstimmen dürfen. Und das ist ganz schwierig.
Es ist aber auch natürlich, das kann man auch sagen, es gibt auch keinen politischen Willen der Landesregierung natürlich, das Thema anzugehen. Das muss man direkt sagen. Ich höre oft genug den Spruch, ja, wenn es nichts kostet, dann ist es nichts wert, wo ich mich doch wirklich frage, ob unsere Schulen nichts wert sind, weil die kosten ja aus gutem Grund nichts insofern. Und ja, gebührenfreie Kitas ist nicht nur ein sozialpolitisches Projekt, das ist für mich auch ein Bildungsprojekt, weil das Bildungseinrichtungen sind. Und dann ist natürlich wichtig, weil wir es mit Alleinerziehenden hatten. Wir haben die Zahlen ja. Also 46% der Alleinerziehenden in Baden-Württemberg sind armutsgefährdet. So, und dann versuch mal eine Wohnung zu finden. Also oft ist es ja so, dass alleinerziehende Mütter, über 90% sind ja Mütter, zum Beispiel auf der Couch schlafen, damit ihre Kinder ein eigenes Zimmer haben. Also das ist auch gar nicht so selten, wie man immer denkt. Also es gibt, allein schon der Wohnraum ist in Baden-Württemberg ein echtes Problem. Ja. Und ja, und deswegen, also eine gute Wohnraumpolitik, wir sagen ja Mietendeckel für Baden-Württemberg, also ähnlich wie in Berlin, weil Berlin macht uns gerade vor, wie es gehen kann, ist natürlich ein ganz wichtiger Ansatz, um dem auch entgegenzuwirken. Ja, also da finde ich, kann man nur sagen, Schwarz-Grün bezüglich Wohn- und Mietenpolitik oder auch zur Verfügung stellen günstigen Wohnraum ist eigentlich total versagt. Ja. Also anders kann man es nicht bezeichnen. Ja. Und das ist mit das eines der brennendsten Themen, das natürlich dann auch vor allem Familien und Alleinerziehende sehr hart trifft, die da auf der Suche sind nach Wohnungen, um eben da auch ein bisschen in der Familie dann entzerren zu können. Ja, vielleicht jetzt mal zu dem Thema Rollback, Manuela. Was fällt dir denn dazu ein? Spontan fällt mir dazu ein, also wir sind aktiv im AK Flotte Lotte hier, hier in Reutlingen. AK Flotte Lotte? AK Flotte Lotte. Das hört sich ja flott an. Ja. Das ist ein flotter Arbeitskreis für die Mädchenarbeit. Aha. Und wir haben vor kurzem ein Statement rausgegeben, das ging an alle Parteien und wurde auch an verschiedenen Stellen veröffentlicht, wo wir genau darauf hingewiesen haben, dass die Entwicklungen, die momentan zu beobachten sind, aus unserer wirklich praxisnahen Perspektive, wir sehen vermehrt das, was wir als Rollback bezeichnen, also ein Zurückrollen auf alte Rollenmuster, alte Geschlechterrollen, Verbindlichkeiten, die für junge Mädchen wieder geschaffen werden, die eigentlich, ich sage mal, ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und jetzt eben mit dieser vermehrten Verantwortung wieder innerhalb der Familie, plötzlich sind es wieder die älteren Mädchen, die aufpassen auf die ältere Geschwister, die die Hausaufgaben betreut von. Auch da, wir hatten im Blick die alleinerziehenden Frauen, die nochmal in andere finanzielle Nöte auch teilweise gekommen sind. All diese Geschichten sind genau da benannt worden und ich kann nur darauf hinweisen, wir veröffentlichen es auch auf unserer Facebook- und auf unserer Instagram-Seite. Ja, okay. Da kann man da drauf zugreifen. Bei uns auf der Homepage wird es auch demnächst drauf sein. Mhm. Gut. Dorothee, vielleicht von deiner Seite auch mal zum Rollback und überhaupt auch, ich meine, du hast ja auch interessante, du hast ja auch öfters am Internationalen Frauentag ausgestellt. Wie sind denn da die Reaktionen auf die Kunst und was ist für dich auch feministische Kunst und vielleicht eine Antwort auch auf diesen Rollback, der doch in vielerlei Hinsicht auch beklagt wird? Ja, zum Rollback wollte ich noch sagen, es ist ja auch, also gerade bei Corona, ich sage jetzt mal in Familien, wo es auch einen Vater gibt, ist es trotzdem oft so, dass der Vater irgendwie arbeiten geht oder im Homeoffice im Keller sitzt oder im Dachboden, wie auch immer, und die Mutter und die Frau sich um die Kinder kümmern und gleichzeitig noch Homeoffice macht. Selbst machen muss. Also auch da ist das ein Rollback, weil im Prinzip die Männer sich da nicht, oder viele Männer sich da nicht angesprochen fühlen, irgendwie diese Doppelrolle irgendwie zu teilen. Genau. Also ich denke, da ist, finde ich das auch nochmal sehr offensichtlich. Genau. Naja, was meine Ausstellung betrifft, ich spiele ja sehr viel auch mit Themen, die hier angesprochen wurden, also auch Care-Arbeit, es gibt Fotografien über das Thema Care-Arbeit, über Gewalt. Meine Fotos sind, so was ich immer als Rückmeldung kriege, sie sind immer mit so einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Also der erste Blick ist lustig, aber irgendwie bleibt es dann im Hals stecken. Mhm. Und es bleibt dem Betrachter auch überlassen, wie weit er da rein interpretieren will. Und ich kriege immer wieder Rückmeldungen, dass ich doch den Nagel auf den Kopf treffe. Und vor allem von Frauen kriege ich diese Rückmeldung, wenn es eben um diese Fotoserie geht. Genau. Also da auch immer dieses Spielen mit dieser Doppelbelastung mit Beruf und Erziehung der Kinder. Und noch dem eigenen Anspruch irgendwie auch noch für sich selber gerecht zu werden. Sich selber gerecht zu werden und auch als Frau. Und ja, doch, das sind sehr viele Ansprüche von außen auch, genau, die doch einen großen Druck erzeugen. Genau. Und dann war noch Wohnraum und Miete. Ich meine, das ist tatsächlich ein großes Thema. Also ich
wohne in Tübingen, da sind die Mieten sehr hoch. Ich denke, Alleinerziehende haben es da besonders schwer, wenn sie einfach mehr Zimmer brauchen und nur halbtags arbeiten können, weil sie sich dann um die Kinder kümmern müssen. Ich habe tatsächlich auch mal eine Installation in Mannheim gemacht zum Thema Mieten, weil ich doch gerne politische Kunst mache und weil ich es für wichtig halte. Ich denke aber auch, wenn man an Frauenhäuser denkt, da ist das gleiche Problem. Die Frauen, die in Frauenhäuser wohnen, kommen da quasi nicht mehr raus, weil sie nicht die Möglichkeit haben, eine Wohnung zu finden. Also können auch keine neuen nachkommen. Also auch da wurde ja vorhin angesprochen von Sarah, also auch da ist eben dieses Problem mit der Miete ein sehr hohes Problem, ein sehr großes Problem, was viele Frauen betrifft. Bevor die Sarah gleich dazu noch was sagt, eine Frage: Wo können wir deine Bilder denn eigentlich sehen? Also, oder deine Fotos? Es gibt, die Ausstellungen fallen leider gerade alle aus, werden leider alle abgesagt, aber es gibt eine Homepage, www.dorothee-hinkele.de, da sind Bilder mit drauf. Ja, auf deiner Homepage, auf www.dorothee-hinkele.de oder Facebook. Genau. Okay, gut. Für alle, die interessiert sind, weil das hört sich doch sehr interessant an. Auch ich würde gerne mir mal einige Fotos oder auch Kunst von dir anschauen. Und jetzt, die Sarah wollte da nochmal einhaken und dann gibt es noch eine konkrete Frage an Wirbelwind und dann kommt diese Seite hier auch nochmal zu Wort. Ja, bitteschön, Sarah. Genau, ich würde tatsächlich erstmal, ich finde, wir sollten die Adresse in die Kommentare vielleicht kopieren von der Veranstaltung, das ist bestimmt spannend, also genau. Ja. Genau, weil die Technik signalisiert, dass das funktioniert, sehr gut. Genau, bei der Mietenfrage, das finde ich ganz zentral, weil das haben wir in Heidelberg zum Beispiel gemacht im Gemeinderat. Wir hatten ja nach der letzten Kommunalwahl, konnten wir uns massiv verbessern, unser Kommunalmandat. Und da merkt man einfach, also man merkt einfach, dass es einen Unterschied macht, ob wir in einem Kommunalparlament sind oder wenn wir dann im Landtag sind. Wir haben eine Anfrage gestellt, dass für besondere Bedarfsgruppen entsprechende Wohnkontingente über die städtische Wohnbaugesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben an sich schon zu wenig Plätze in Frauenhäusern. Und wenn die Frauen die rausziehen könnten und wollen, aber dann keine Wohnung finden, ist es ein doppeltes Problem. So. Insofern, ich glaube, deswegen sagen wir ja auch, wir wollen eine Landeswohnbaugesellschaft, die auch direkt tätig werden kann. Ich glaube, wir müssen auch immer, gerade beim Wohnungsmarkt, besondere Bedarfsgruppen oder zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Also ein bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum ist richtig Mangelware. Und ich bin in Heidelberg, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel besser werden. In Tübingen auch, aufgrund auch der Altstadtsituation. Ja. Das gilt für Reutlingen zum Teil auch. Ja. Viele Auflagen und sehr wenig im Grunde barrierefreien Wohnraum. Ja, genau. Ja. Jetzt gibt eine konkrete Frage an Wirbelwind. Da geht es um die Finanzierung. Dass nämlich schon für 2020 nicht alles von der Stadt nicht bewilligt wurde, wenn ich es richtig war. Es steht hier zumindest für 2020 wurde so und so. Ich will jetzt nicht, muss nicht in, vielleicht ins Detail der Zahlen gehen, aber sei bei der Stadt beantragt, aber nicht bewilligt. Wie ist der Finanzbedarf für 2021 bei euch? Braucht ihr Unterstützung? Ja. tatsächlich. Rhetorische Frage. Unsere Arbeit ist endlos, von dem her. Also ja, wir brauchen Unterstützung. Wir sind, ich habe vorher gesagt, relativ gut situiert in der Zwischenzeit im Vergleich zu. Ja. Also wenn wir in andere Landkreise oder andere Kommunen gucken, es gibt noch Luft nach oben. Definitiv. Also wir haben jetzt eine Dreijahresfinanzierung gesichert über den Landkreis bekommen. Das ist vor allen Dingen, sind die Stellen plus einen bestimmten Anteil an Overhead. Und wir haben von der Stadt Reutlingen die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen bis letztes Jahr. Diese Räumlichkeiten haben aufgrund des Wachstums nicht mehr ausgereicht. Wir sind jetzt umgezogen und haben jetzt einen Antrag an den nächsten Doppelhaushalt von der Stadt Reutlingen im Laufen. Und wir hoffen, dass der übernommen wird. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Das hoffen wir sehr, weil das wäre für uns eine unglaubliche Entlastung. Also wenn wir so viel Zeit in Spendenakquise und Projektanträge stecken müssen und wir wissen, also wir bereiten uns tatsächlich auf unsere Welle vor. Ja. Wir gehen davon aus, dass die Anfragen an uns deutlich steigen werden. Da würden wir gerne unsere Ressourcen, oder wir sehen unsere Ressourcen da besser aufgehoben wie in der Spendenakquise. Ja, auf alle Fälle. In der pädagogischen Arbeit und nicht in den Projektantrag, was leider für viele die Initiativen mittlerweile traurige Alltag geworden ist, mehr in Projektanträge und Zusammenstückeln von Drittmitteln als von einer durchgängigen
Basisfinanzierung wäre natürlich sehr wichtig. Also das ist ein Appell. Genau, wo hätte ich jetzt gerade auch nochmal wiederholt. Das war jetzt ein Appell an die, die die Entscheidungen treffen. Die Entscheidungsträgerinnen und Träger. Genau. Dass diese wichtige Arbeit gerade auch jetzt mit einem möglichen Mehrbedarf auch finanziert wird. Das betrifft natürlich, muss man sagen, viele weitere Initiativen. Und da kommen wir ja auch zur Kommune. Es braucht im Grunde auch eine stärkere, auch der Städtegemeindetag hat ja sich zu Wort gemeldet. Es braucht natürlich nach wie vor auch eine gute Finanzierung, Zusatzfinanzierung eigentlich der Kommunen. Letztes Jahr haben wir das ja, die ersten Anträge war die Linke, die übrigens eingebracht hat im Frühjahr schon, Schutzschirm für die Kommunen. Es gab ja dann auch finanziell mehr Zuweisungen für die Kommunen, weil die natürlich in Vorleistung in vielerlei Hinsicht gegangen sind. Aber das wäre jetzt meine Frage hier auch an die Kommunalpolitikerinnen. Was für Vorstellungen gibt es denn da oder wie ist denn die Situation auch der Kommunen und was wäre wichtig, was man aber natürlich auch auf Landesebene einbringen kann, ist, denn es geht ja sowohl um Bund und Land, die dann Gelder an die Kommunen geben. Was wäre denn da aus deiner Sicht wichtig, Petra? Ja, erstmal ist es ja schon mal, sagen wir mal, sensationell, dass in unserem Staat nicht nur Banken gerettet werden, sondern dass eben auch Kommunen Einnahmenausfälle erstattet bekommen. Gell? Also es sind ja die ganzen Gewerbesteuerausfälle werden ja vom Bund und vom Land übernommen. Das bringt ja die Kommunen schon mal ein bisschen durch die Krise. Jetzt muss man natürlich aber sehen, dass auch in vielen Bereichen Mehrausgaben entstehen. Natürlich sind durch Hygieneauflagen entstehen mehr Kosten, zum Beispiel bei Schulen und Kitas, dann und es ist aber einfach, es ist generell so. Generell ist es so, die Aufgaben werden den Kommunen zugewiesen, aber normalerweise folgt der Aufgabe nicht das Geld. Also wir als Linke sind also strikte Verfechter dafür, dass derjenige, der bestellt, dass der auch bezahlt. Also nennt man Konnexitätsprinzip. Also das muss einfach zur Selbstverständlichkeit werden. Uns muss auch eine Selbstverständlichkeit werden, dass man das Ehrenamt nicht ausnutzt. Das ist ja auch nicht nur in eurem Arbeitsbereich so, es ist auch bei der Arbeit mit Geflüchteten so. Es ist in vielen Bereichen der sozialen Arbeit so, da wird das Ehrenamt missbraucht. Und das kann es nicht sein, dass dann Aufgaben, die zu staatlichen Aufgaben gehören, von den Bürgern noch quasi miterledigt werden. Also das sollte anders finanziert werden. Und in meinen Augen müsste zu dem Schutzschirm von Kommunen müssten Gelder gehören. Eins ist ja klar, es wird in der nächsten Zeit mehr Bedarf an Plätzen im Frauenhaus geben. Ihr müsst euer Personal nächstes Jahr vielleicht mal noch mal aufstocken. Dann noch ein wichtiger Bereich, also bei den letzten Haushaltsberatungen im Kreistag war ja auch noch ein Antrag zur Tätertherapie. Es ist ja nicht nur wichtig, dass die Opfer betreut werden, auch Täter, die die Therapien machen wollen, müssen die Möglichkeit dazu bekommen. Gell? Da gab es einen Antrag von, wie heißen sie nochmal aus Tübingen? Also von Funskerlen, genau. Also das finde ich auch, das gehört einfach auch mit dazu, denn die Prävention, also die Tätertherapie ist ja auch Prävention. Mhm, absolut. Ja, also vor allem, wenn es auch um jugendliche Täter geht, die quasi das sonst verfestigen, ihre Verhaltensweisen. Ne? Und da kann man einfach auch nochmal anders ansetzen. Ja, und das gehört auf andere, Beine gestellt, da gehört eine andere Finanzierung her und da sehe ich durchaus auch das Land in der Pflicht, dass eben die Einnahmen, die das Land hat, dass die auch anders den Kommunen anders zugewiesen werden. Auch wenn es eine gebührenfreie Kita geben soll, bedeutet das ja nicht, dass jetzt das die Kommunen zahlen sollen. Sondern wir meinen ja, dass dann das Land das finanzieren soll. Genauso wie es eine Kosten,
kostenlose, gebührenfreie Ganztagsschule geben soll, also keine Kosten fürs Mittagessen etc., keine Kosten für die Schülerbeförderung. Also da, weil ich finde es ja auch übrigens, dieses Bundesteilhabegesetz ist ja, denke ich, irgendwie gut gemeint. Aber dieser Antragsmarathon, wenn man was möchte fürs Kind, für eine Klassenfahrt, also das ist also so daneben. Und da gehören auf die kommunale Ebene Mittel, die von denen, die genau hinschauen können, eben anders verteilt. Ja. Zu den Finanzen kommen wir auch gleich noch. Also wir kommen so langsam in die Schlussrunde. 20.35 Uhr, wir haben gesagt, so 20.45 Uhr Maximum beenden wir hier unsere Gesprächsrunde. Deshalb auch nochmal die Aufforderung an diejenigen, die uns zuhören, gerne nochmal eine Frage oder Kommentar oder so auch an uns zu schicken. Seid ihr alle herzlich eingeladen. Und meine Frage jetzt vielleicht auch nochmal an die Jutta in Ostfildern. Wie gestaltet sich da, was sind da für Probleme aus kommunalpolitischer Sicht, aber mit Bezug vielleicht auch jetzt zu den Frauenthemen? Oder worum kämpft da die Linke in Ostfildern und was sind auch die Forderungen, die du ja auch mit in den Landtagswahlkampf dadurch einbringst? Also in Ostfildern war ein großes Problem, dass nicht ausreichend Plätze da sind für die Kinder zur Betreuung und dass Frauen, die den Arbeitsvertrag schon unterschrieben hatten, auch nach der Kinderpause keinen Platz hatten und quasi den Arbeitsvertrag kündigen mussten. Der ist nicht zustande gekommen und sowas darf eigentlich nicht passieren. Mhm. Und dann haben wir das zusätzliche Problem, dass wir einige Neubaugebiete im Plan haben, auch Reihenhäuser oder größere Wohnungen, wo natürlich auch Kinder sein werden. Und wir haben jetzt schon nicht die Infrastruktur. Und ich frage mich, wie soll das weitergehen, wenn die ganzen Neueinwohner eben auch die Plätze dann brauchen. Da hatte ich dann auch ein interessantes Gespräch mit der Geschäftsführerin von den Tagesvereltern in Esslingen, die gesagt hat, ich soll doch mal gucken, dass sie sich auch mal in Ostfildern vorstellen, weil das ist ein interessantes Zusatzangebot auch für Frauen, die gerade in Wechselschicht arbeiten, also gerade Krankenpflegerinnen oder am Wochenende arbeiten. Und das kann das nur unterstützen. Und ich denke, da wird sich was bewegen in der nächsten Zeit. Und die Bezahlung muss natürlich auch stimmen, weil wenn man sich vorstellt, dass eine Tagesmutter oder ein Tagesvater für die Stunde 6,50 Euro bekommt, das ist erheblich zu wenig und es ist jetzt auch eine Steigerung um 1 Euro innerhalb von 2 Jahren und davon muss das Essen auch bezahlt werden, davon müssen die Desinfektionsmittel bezahlt werden, Strom, Heizung etc. Ja, das ist eigentlich untragbar, ja. so eine Entlohnung. Ja. Kommen wir vielleicht jetzt so in eine Schlussrunde. Und da möchte ich schon nochmal auch die Frage stellen, weil es wurde ja angesprochen, die Finanzierung. Also es gibt ja viele Vorschläge, die die Linke macht, auch viele Forderungen und so weiter. Ist denn das überhaupt bezahlbar, Sarah? Natürlich ist das bezahlbar, Heike. Ja, natürlich. Wir sind ein reiches Bundesland, ein reiches Land. Die Frage ist doch tatsächlich, und ich finde, das müssen wir schon deutlich herausstellen, wer ist denn eigentlich reich? Und wenn ich mir anschaue, als die Erbschaftssteuer zum Beispiel reformiert werden musste, ne, musste ja, weil es nämlich den klaren Vorwurf gab, dass es nicht sozial gestaffelt genug ist, war es halt unser Ministerpräsident, der sich gegen eine sozialere Gestaltung ausgesprochen hat. Und jetzt sagen wir, okay, wir sind jetzt mitten in einer Pandemie und es werden große Finanzverpflichtungen aufgenommen. Wer trägt eigentlich die Kosten dieser Krise? Und sagen, jetzt wird es auch endlich Zeit, auch mal über eine Sonderabgabe zu reden, also für Multimillionärinnen wohlgemerkt. Und ich finde es schwierig. Ich finde, wir müssen das endlich diskutieren. Und ich verstehe die Haltung der Landesregierung nicht, die sich da eigentlich vor jede soziale Gestaltung der Steuern irgendwie dann doch eher so ablehnend gegenüberstellt. Das finde ich schwierig. Wir sind in Deutschland, auch international gesehen, eines der Länder, das große Vermögen mit am geringsten besteuert. Die vermögensbezogenen Leistungen, der Anteil beim BIP ist recht gering. Und das ist ein Problem. Und das heißt, die Steuern, die werden ja überwiegend von kleinen und mittleren Einkommen geleistet. Und die Krisenkosten werden auch gerade von kleinen und mittleren Einkommen geleistet. Und da brauchen wir ein Umdenken. Und da sagen wir als Linke, wir wollen, dass große Vermögen, große Unternehmen sich endlich angemessen beteiligen an der Finanzierung des Gemeinwesens. Das ist das Gebot der Stunde. Und und dafür wollen wir uns natürlich stark machen, weil finanzierbar ist alles. Die Frage ist, welche Prioritäten setze ich und bin ich gewillt, auch endlich mal Steuergerechtigkeit herzustellen? Und wenn das meine Schlussrunde ist, ja, so, also so.
da hätte ich ja schon noch was. Das war jetzt die eine Frage. Okay. Ich habe gesagt, so langsam kommen wir in die Schlussrunde. Bevor wir die Schlussrunde wirklich beginnen, möchte ich erst nochmal kurz erwähnen, es gibt hier nämlich nochmal eine Rückmeldung von Rüdiger Weckmann, linken Gemeinderat. Genau, in Reutlingen. In Reutlingen. Liebe Grüße an den Rüdiger von hier aus. Der geschrieben hat, die linke Liste unterstützt den Antrag von Wirbelwind, also schon mal Unterstützung. Und der Rettungsschirm für die Kommunen 2021 ist noch nicht beschlossen, da hat er recht. Da müssen wir nochmal Druck machen, auch im Bundestag. Wenn dieser nicht käme, wäre das nicht nur für Reutlingen eine Katastrophe. Das stimmt natürlich. Und da haben ja auch viele Kommunen geklagt, sie haben diesen Doppelhaushalt und das haut ihnen dann vor allem im nächsten Jahr extrem rein. Und natürlich kämpfen wir darum, dass die Kommunen auch in 2021 da nochmal zusätzliche Gelder bekommen. Es geht ja auch über die Finanzierung von Initiativen und eventuell auch Mehrbedarf natürlich wieder um die Kompensation von ausfallenden Einnahmen. Und auch, muss man sagen, wir brauchen eigentlich auch ein Rettungsprogramm für die Innenstädte der Kommunen, weil sonst wird hier sehr, sehr viel tot sein und die Städte nachhaltig zum Negativen verändern. Und darum werden wir im Bundestag natürlich kämpfen, dass wir auch in diesem Jahr nochmal einen Rettungsschirm durchsetzen können, lieber Rüdiger, das kann ich dir zusagen, das haben wir hier notiert. Ja, und jetzt aber in die Schlussrunde vielleicht, du hast es gesagt, die Vermögen einfach auch mal die Lasten jetzt wirklich gerecht zu verteilen. Wir haben sehr hohe Vermögen, wir haben Milliardäre noch und nöcher, auch hier in Baden-Württemberg. Ich glaube, zwei der reichsten Menschen von 200 in Deutschland leben in Baden-Württemberg. Und viele andere, die ja auch reich geworden sind in dieser Pandemie, sind ja nicht nur viele Menschen jetzt von Armut betroffen oder Existenznöten, es sind auch sehr viele Krisengewinnler und ich denke, da ist es überfällig, dass es auch so eine Vermögensabgabe, die Linke ja auch vorschlägt, ähnlich des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg, über viele Jahre gestreckt auch ermöglicht, dass wir zum Beispiel damit dann auch solche Schutzschirme und vieles andere mit unterstützen können. Als Außenpolitikerin sage ich, wäre es mir natürlich auch recht, dieser enorme Rüstungshaushalt, das ist ja auch ein Rekordhaushalt von 53 Milliarden Euro, würde endlich zugunsten von einer guten sozialen Infrastruktur, Ausbau der sozialen Infrastruktur und auch diesen Corona-Lasten jetzt umgewidmet werden. Das ist ein Wahnsinn, dass wir in dieser Pandemie enorm nochmal die Rüstungsausgaben erhöht haben. Aber das war jetzt nur ein Zwischeneinschub von mir aus der internationalen Politik. Und ich würde gerne jetzt die Schlussrunde offiziell eröffnen und nochmal fragen, was denn für dich, Sarah, so zum Schluss nochmal die zentrale Botschaft wäre. Außer natürlich, dass am 14. März die Linke gewählt werden muss. Wenn Mann und Frau Interesse haben und alle anderen Geschlechter, muss man dazu sagen, Interesse haben, dass wir eine so starke soziale und ökologische Stimme in den Landtag bekommen. Aber Sarah, deine vielleicht letzten Anliegen, die du noch hast. Genau, ich denke, wir müssen ansetzen an der Lebensrealität von Frauen. Und zwar jede Facette von Frausein als solche stärken. Und da möchte ich anfangen mit der arbeitenden Frau. Wir brauchen natürlich angemessene Löhne. Die sozialen Berufe gehören aufgewertet. Wir haben ja gesehen, was systemrelevant ist. Dann muss man auch mal systemrelevant bezahlen. Also die arbeitende Frau gehört gestärkt. Und natürlich auch die wohnende Frau. Wir brauchen bezahlbare Mieten. Wir brauchen eine bessere Unterstützung da gerade auch. Und auch barrierefreien Wohnraum. Und natürlich auch die erziehende Frau. Also natürlich, ich möchte da verweisen auf zum Beispiel skandinavische Länder. Die haben nämlich ein Elternzeitmodell, das die Männer auch in die Pflicht nimmt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem in Deutschland, dass unsere Elternzeitregelung Frauen tatsächlich auch dazu bringt, deutlich mehr Elternzeit zu nehmen. Also warum werden Frauen dann die sogenannte gläserne Decke beim Aufstieg, in der Karriere, im Job so oft benachteiligt? Das hat natürlich auch was mit Frauen zu tun. Deswegen eine gerechte Elternzeitregelung. Und da, wo Erziehung auch professionell ausgeübt wird, brauchen wir eine anständige Bezahlung und gute Arbeitsverhältnisse für die Frauen. Und auch bei der pflegenden Frau, wir haben es angesprochen, der weitaus größte Teil der Pflegebedürftigen wird von Frauen gepflegt, ohne Einkommens- und Rentenkompension.
Kompensation. Und da brauchen wir eine soziale Sicherung, die dem auch gerecht wird. Und natürlich die liebende Frau, wir sagen ja auch für die Freiheit aller Geschlechter natürlich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir die verschiedenen Facetten, da auf jeden Fall die künstlerische Frau, möchte ich an der Stelle auch gerade Kunst und Kultur ist natürlich, ja, da arbeiten ja auch viele Frauen drin. Da sagen wir zum Beispiel, es muss einen guten Zugang geben, auch zum Beispiel zu den sozialen Sicherungssystemen, also akzeptable Bedingungen für Renten- und Krankheitsversicherung, ist ein Problem natürlich. Ich glaube, dass unser Frausein so viele verschiedene Facetten hat, auch die politische Frau natürlich, die stark unterrepräsentiert ist. Und das alles wollen wir stärken und dafür die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Und das geht. Und wir lassen uns da, wir erbitten da auch nichts, wir erkämpfen uns das. Das ist nämlich genau der Weg, den die Frauenbewegung immer gemacht hat, sich das zu erstreiten, was uns eigentlich zusteht. Vielen Dank, das war jetzt schon fast ein Schlusswort, aber noch nicht ganz. Denn ich würde gerne auch von allen anderen noch in der Schlussrunde vielleicht noch ein paar Sätze, ein paar Wünsche, einfach ein paar Anregungen haben. Liebe Manuela, bitteschön. Okay, große Fußstapfen. Aus unserer Perspektive, wir können uns dem nur anschließen tatsächlich. Also wer auf unseren Instagram-Account guckt, genau das haben wir heute versucht darzustellen, diese Diversität von Frauen und die Bedeutung von Frauen in unserer Gesellschaft, die Wichtigkeit von Frauen in unserer Gesellschaft. Wir aus unserer Position haben tatsächlich auch Befürchtungen, was die kommende Zeit angeht. Wir kommen aus dem sozialen Bereich, wir sind vorrangig Frauen, die tatsächlich sich auch ehrenamtlich darin engagieren. Und so eine Befürchtung wäre schon, dass wenn die Gelder jetzt in Zukunft knapp werden würden, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, dass wir die Ersten sind, an denen gespart wird. Wir im sozialen Bereich. Ja. Und da möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es bitte nicht passieren soll. Diese Systemrelevanz, die kam jetzt wirklich raus. Und wir kämpfen um eine Würdigung. Genau, sehr gut. Wir möchten da auch nicht abhängig sein von Entscheidungen von Menschen, die vielleicht auch um die Bedeutung unserer Arbeit gar nicht wissen oder vielleicht auch nicht wissen möchten. Mhm. Ja, Dorothee? Ja, also ich kann mich auch meinen Vorrednerinnen anschließen. vielleicht noch aus dem künstlerischen Aspekt und auch nochmal jetzt aus dem sozialen Aspekt, therapeutischen Aspekt. Ich denke natürlich, ich wünsche mir weniger Gewalt gegen Frauen und das ist möglich durch Wirbelwind, das ist möglich durch Prävention. Und ich denke, was da auch immer die Schwierigkeit ist, dass die Finanzierung so kurzfristig ist. Also drei Jahre okay, aber es braucht Planungssicherheit. Das Thema wird nicht aufhören. Das Thema gibt es schon immer und es wird nicht weniger. Von daher auch da in anderen Bereichen auch. Frauen sind oft in so prekären Arbeitssituationen, da wünsche ich mir Besserung. Und was die Kunst betrifft, auch da denke ich, die Künstlerinnen sind noch viel zu wenig vertreten in Museen, die sind viel zu wenig vertreten in der Öffentlichkeit. Es gibt eine kleine Änderung, es gibt mehr Kuratorinnen, die da auch mehr Blick drauf haben, aber da wünsche ich mir einfach auch noch mehr Öffentlichkeit, weil eben Frauen künstlerisch oft auch Themen von Frauen verarbeiten und nochmal anders an die Sache rangehen und es nochmal anders sichtbar machen. Ja, vielen Dank, Dorothee. Und es hat wirklich, glaube ich, das Interesse geweckt, sich auch mit deiner Kunst mehr zu beschäftigen. Und wir schreiben in den Chat auch nochmal die Internetadresse der Webseite rein. Und ich darf jetzt mit der Jutta weitermachen, bevor die Technik hier ganz im Hintergrund. Darf ich die Jutta bitten? Ja. Nochmal von dir ein paar impulsive Sätze. Also ich würde mir wünschen, die absolute Nullrunde bei den Rüstungsausgaben und dass die Gelder dafür bei den Kommunen landen und dass die Leute sehen, was wichtiger ist, entweder Waffen oder die Arbeit hier am Menschen direkt vor Ort. Und wenn die Menschen das sehen, wie viel wir damit bewirken können, dann kommt vielleicht auch der breite Widerstand in Zukunft weiter, so viel Geld für die Rüstung auszugeben. Und ich wünsche mir weiterhin auch, dass die Stadt auch Wohnungen aufkauft, das macht Stadt Ostfildern, und dass man nicht nur warten muss, bis alles gebaut ist, wird wieder Fläche versiegelt, sondern dass man da mutig rangeht. Sehr gut. Ja. Und Lockdown für die Rüstung kann ich nur begrüßen. Ja. Das ist ein sehr gutes Motto. Und ja, Petra, ja, von deiner Seite. Ich wünsche mir einfach, dass viele Frauen den Mut finden, für ihre Rechte, für ein gutes Leben einzutreten. Heute wurde hier in Reutlingen ein Mädchenhaus eingeweiht. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, dass man Frauen ermutigt, dass man Mädchen ermutigt, ihren Weg zu gehen, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Da müssen wir ansetzen. Aber auch bei den Frauen, die in schwierigen Situationen sind,
gerade die Alleinerziehenden. Und ich denke auch an die vielen Gewerkschafterinnen, die sich für gute Arbeitsbedingungen einsetzen, die sich einsetzen für Frauen in Führungspositionen, für geteilte Führung etc. Es gibt viele Bereiche, wo es sich lohnt einzusetzen. Ich möchte allen Frauen Mut machen, sich in, ja, sich im Ehrenamt, in der Politik, im privaten Bereich vor allen Dingen muss man sich auch für seine Rechte und für ein gutes Leben einsetzen, weil wenn man sich im Privaten abgrenzt und sagt, ich mache nicht alles allein mit den Kindern, dann funktioniert das schon, dann übernehmen die Männer schon ihren Teil. Mhm. Aber man muss den Mut haben, das zu sagen, und das wünsche ich allen Frauen. Den Mut, genau. Ja, also das waren wirklich, muss ich sagen, ermutigende Worte von allen. Die Sarah hat es gesagt, wir kämpfen darum. Das ist auch eine klare Ansage. Und ich möchte mich erstmal sehr herzlich bedanken bei diesem wirklich interessanten Gespräch. Und man muss dazu sagen, es war auch relativ spontan, also wenig jetzt vorab geplant. Ich bedanke mich auch, dass die Jutta so spontan eingesprungen ist, dass wir heute Abend eine interessante Diskussionsrunde hatten. Wir haben wirklich nur ein paar Themen angeschnitten, das muss man dazu sagen. Vieles konnten wir jetzt gar nicht so anreißen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen beleuchtet, was die Situation hier auch in Baden-Württemberg angeht und auch die konkreten Lebenssituationen von Frauen. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei der Technik. Es war eine tolle Erfahrung für mich mit diesem professionellen Filmteam. Und vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz eure beiden Namen sagen. Olaf und Armin. Und Armin. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. 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 Ja, schön.